Ja. Und das macht man halt, damit erstens die nicht zu doll verrutschen, also sowieso erstmal unten drunter eine Masse, da legen wir dann die Fliesen drauf und dann verhungt man das mal, sonst würde ja Wasser reinkommen, speziell im Bad, ja. Und das auf Dauer von unten die Fliesen rausheben. Ja. Das ist eigentlich nur ein Füllmaterial, um das vor Wasser etc. abzuschützen. Hier ist der Kühlschrank, genau. Ja, der war ja super. Der ist hier. Genau, der Schmierschrank, der Schmierschrank haben Sie unten drunter. Mhm. Und das ist dieses französische, dieser französische Balkon, von dem Sie mir erzählt haben. Ja, ja, so ist nach Nutzen da unten. Kann es auch schon richtig auch mal zeigen. Ne? Ja. Das ist nur dieser Hebel hier, den man nach vorne zieht. Mhm. So, und dann sollte das eigentlich rausgehen. Oben ist auch noch einer. Ja. Ah. Ja, okay. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte das jetzt auch gehen. Nee, hab ich nur. Nee, jetzt geht's so. Ah, jetzt. Jetzt bin ich. So. Super ruhig. Ja, was haben Sie ja hier? Was ich gut finde, ist, dass Sie ja die Belegtheit in der Torstraße haben. Und hier die Ruhe. Und für Sie ist vielleicht auch wichtig, dass die Sonne einmal so quer rüber scheint. Das heißt, Sie haben, wenn Sie morgens reinkommen, so wie jetzt, einen hellen Tag, obwohl es ja jetzt noch gar nicht sonnig ist. Okay. In hellen Raum brauchen gar nicht das Licht. Okay. Und in Nacht ist es dann halt ruhig dunkel. Okay. Also es ist nur wieder... Wenn Sie will, ja. Also es ist sehr hell, die Wohnung in dem Fall. Okay, super.